Vom Luxusliner für 500.000 Euro bis hin zum Fahrrad-Wohnwagen-Anhänger und alles dazwischen. Wir zeigen euch die wichtigsten Neuheiten der CMT 2024 aus Caravan, Camping und Fahrrad. Viel Spaß beim Video, wir haben keine Kosten und Mühen für euch gescheut. Preislich um die 60.000, 70.000 Euro. So, ich bin jetzt hier am stillen Örtchen. Oh, das ist crazy. Es geht los. CMT 2024, es ist Samstag, der erste Messetag, Punkt 10 Uhr und die Halle ist schon fast voll. Crazy. Die CMT-Messe ist die größte Touristikmesse überhaupt. Ich glaube, 6 von 9 Hallen sind hier übrigens nur für Caravan-Aussteller reserviert. Richtig krass, hier seht ihr schon, was da hier eigentlich so abgeht. Let's go! So viele Leute mit kleinerem Budget gibt es hier auch Dachzelte zum Beispiel. Wenn ihr Erfahrung mit Dachzelten habt, schreibt es gerne mal unten rein. Und jetzt schaue ich, dass ich da mal reinkraxeln darf. Was suchen Sie hier? Ich suche ein Wohnmobil mit einer großen Heckgarage und ja, preislich um die 60.000, 70.000 Euro. In welche Richtung geht's? Welche Marke? Also, können Sie das schon sagen? Die Marke kann ich Ihnen sagen. Es ist die Firma Roller. Wir wünschen euch viel Erfolg. Leider konnten wir nicht alles reinschneiden in das Video, deswegen jetzt der Hinweis, wenn ihr das Extended Version von dem Video sehen wollt, klickt gerne auf den Patreon-Link unten. Dort gibt es für alle unsere Supporter die lange Version. Okay, richtig gemütlich hier. Ja, Sebastian, so könnte unsere Zukunft aussehen. Kann da rausschauen, kann mich am Abend von einer anstrengenden Radtour erholen. Das finde ich richtig cool. Jetzt schauen wir aber weiter. Was wir auch ziemlich cool finden, sind ausgebaute Reisebusse. Hier gibt es ziemlich viele davon. Wir schauen uns jetzt mal einen an. Ich habe jetzt hier schon einen gefunden. Und zwar passt hier wunderbar unser Drahtesel rein. Ziemlich großer Bus, also ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Da schläft man hier oben. Und unten hat man sogar eine eigene Garage für das Liebste. Für unsere liebsten Reisebegleiter. Innenstehhöhe 2,13 Meter. Sind Sie auch mit dem Fahrrad unterwegs? Nein, nicht mit dem Fahrrad. Okay. Im Wohnmobil und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Okay, sehr gut. Wir sind Fahrradfahrer. Vielen Dank. Schön. Aber erst mit den Öffis unterwegs, das finden wir super. Was kostet eigentlich so ein Fahrzeug ungefähr? Steht da was? 65.000 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Ja. Da kriegt man auch schon 3 Rennräder dafür heutzutage. Ja, genau. Wir gehen jetzt rüber zur Fahrradreisenhalle. Wir wollen uns ein paar Fahrradhersteller anschauen, insbesondere Cube und Pinion. So, endlich bin ich auch mal vor der Kamera. Hallo ihr Lieben, hier CMT. Willkommen am Stand von Shimano. Und hier haben wir es jetzt exklusiv für euch ausgestellt, die neue Shimano Gear X. Wir haben hier einmal so Sachen wie die Kurbel, ist jetzt nichts großartig Neues. Das Schaltwerk in 2 Ausführungen, auch diesmal endlich große Mountainbike-Kassetten passen mit rein. Ich habe sie hier für euch und auch zum ersten Mal jetzt endlich 10 Zähne nur am kleinsten Ritzel. Und ihr seht schon eine große Scheibe hier. Wir können auch gleich rüber noch auf die Teststrecke gehen. Ich sage euch, wie der erste Testeindruck ist. Übrigens, es gibt von Shimano auch hier die Discovery Bikepacking Taschen. So wie es aussieht, man kann sie auch ins Wasser reinlegen. Ja, schauen wir mal rüber, ob wir jetzt wirklich die GRX für euch testen können. Okay, ich habe jetzt hier ein Testrad ergattert mit der GRX drauf. Das werden wir jetzt kurz mal über den Testparcours jagen. Der Shimano hat da wirklich ein Brett rausgebracht und ja, also glaube ich eine ganz gute Empfehlung für euer nächstes Gravelbike. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr die neue GRX schon ausprobiert habt. Und jetzt schauen wir mal weiter zum nächsten Stand. Darf ich Sie kurz interviewen für unseren YouTube-Kanal? Oh, YouTube. Ja? Kennen Sie YouTube? Und können Sie mir ein bisschen mehr über dieses Bananenboot erzählen? Banana. Bananenboote sind die gelben, wo sie drauf sitzen in den Urlaubsgebieten, ist was anderes. Das heißt seit 50 Jahren Bananenboot, weil die Form zusammengelegt ähnlich wie eine Banane ist. Deswegen hat man es wahrscheinlich so benannt. Es ist ein faltbares Boot, das heißt, der Bootsrumpf ist fertig, brauche nur die Bänke und die Ruder reinpacken und dann kann ich ins Wasser. Okay, 15 Kilo könnte ich vielleicht bei mir hinten auf dem Fahrrad
Anhänger draufpacken. Wir haben einen Kunden, der hat das 260er mit 19 Kilo, hat sich einen Rolli runtergeschnallt, hat da eine rote Lampe hinten dran, hat am Fahrrad eine Anhängervorrichtung und fährt damit zum Angeln. Das ist cool. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr mich mit dem Bananenboot sehen wollt. So, und wenn man das eigene Boot vielleicht nicht hinterherziehen möchte, dann haben wir hier vielleicht eine ganz coole Lösung gefunden, wo man auch das Bootfahren und das Fahrradfahren verbinden kann. Nämlich der Stand heißt Inselhüpfen. Wir hüpfen von Insel zu Insel, tatsächlich, ja, mit einem Schiff. Und ja, auf den Inseln machen wir dann Radtouren. Welche Boote habt ihr denn da genau? Oder wie schaut das bergauf? Ist das eine große Yacht oder muss ich selber mitrudern? Oder? Also in Kroatien und Griechenland, da haben wir auch die meisten Reisen, sind das alles Motorsegler. Teilweise haben die auch Masten und auch Segel, aber es ist mehr zur Zierde. Und in Italien und in Schottland und Dänemark, da haben wir dann tatsächlich auch Großsegler, wo es auch ums Mitsegeln geht. Und da segelt man also so, wie man vor 200, 300 Jahren gesegelt ist, also mit reiner Manneskraft. Und das ist dann auch Teil vom Programm. Und in welchen Inseln steuert sie an? Also in Kroatien steuern wir eigentlich alle Inseln an, also fast alle, die sich auch zum Radfahren eignen. Von Nord bis Süd haben wir also verschiedene Touren. In Griechenland, Kykladen, Dodekanes, Ionischen Inseln haben wir auch verschiedene Reisen. Und gibt es auch Reisen außerhalb von Europa? Sogar in Vietnam machen wir dieses Inselhüpfen. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept, aber ja. Okay, ja, spannend. Sie sind hier auf der CMT, sind Sie da das erste Mal? Nein, wir kommen jedes Jahr. Jedes Jahr. Seit wann denn? Oh, das kann ich nicht sagen. Okay, schon ewig. Und Sie sind schon Camperin? Ja, wir campen schon fast 40 Jahre. Ah, toll. Und Sie lassen sich einfach mal berieseln oder wissen schon ein Urlaubsland, wo es hingeht als nächstes? Ja. Lassen wir uns drauf. Wie wir Lust und Laune haben, ja, und wie das Wetter ist. Campen. Man ist sehr spontan. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Spaß. Ihr bietet Reisen für alle Fahrradfans an. Wir sind da recht breit aufgestellt. Also man kann eine ganz normale Fahrradtour, so klassisch Fahrrad, Wohlfühl, Radeln sozusagen. Trekkingbike mit Korb vorne dran. Richtig, und das kann man bei uns auch machen. Oder auch E-Bikes, so ein bisschen auch für älteres Publikum und gemütlich unterwegs. Oder auch, wenn man aktiver und sportlicher eine Herausforderung sucht, dann haben wir auch Mountainbike-Touren und jetzt auch ganz neu eine Roadbike-Rennrad-Tour in unserem Programm. Genau. Okay, ziemlich cool. Und das Thema Gravel ist bei euch jetzt auch schon angekommen? Ist mittlerweile bei uns auch schon angekommen. Jetzt versuchen wir das dieses Jahr das erste Mal, dass wir auch auf den normalen Radtouren die Option bieten, so etwas zu buchen, weil es auch auf den Inseln recht viele coole Strecken eigentlich gibt, die man mit Gravelbike fahren kann und auch die Inselstraßen sich eigentlich auch schon sich aus irgendwie dafür ganz gut eignen oder für ein Rennrad vielleicht auch etwas zu holprig sind, sag ich mal. Ja. Und neben dem Fahrraderlebnis bekommt man bei euch eigentlich auch ein sehr kulturelles Erlebnis mit, oder? Es wird dann gekocht, wahrscheinlich mit Spezialitäten vor Ort. Man bekommt was mit vom Festland. Das ist schon eigentlich ganz spannend, oder? Ja, definitiv. Also lokale Küche. Reiseleiter, die auch da mit dabei sind, immer zwei Reiseleiter, die Locals sind und so die verstecktesten Winkel und schönsten Sachen von den Inseln zeigen und einen auch da ein bisschen die Kultur einführen. Ne? Genau. Und auch in der Gruppe, wie viele Teilnehmer sind da ungefähr immer dabei? Das ist auch von Schiffsgröße unterschiedlich, also zwischen 20 bis 30, ist bei dieser Roadbike sind es so um die 20 Teilnehmer bei dieser Rennradreise. Das dauert eine Woche. Das ist eine Woche. Es sind immer einwöchige Touren, die wir anbieten. Genau. Ja, ziemlich cooles Konzept, wie wir finden. Checkt gerne mal den Link unten aus, wenn euch das näher interessiert. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Interview, ja, und schönes Inselhüpfen noch. Schöne Zeit auf der Messe. Ja, danke. Viel Spaß euch. Und haben Sie auch ein Fahrrad dabei? Ein Fahrrad dabei? Ja. Wenn wir reisen, ja. Mit dem E-Bike oder was? Ja, mit dem E-Bike, ja. Okay, sehr toll. Wo wir gerade schon mal da sind, Eva, mich würden diese Dächer da interessieren. Können wir uns das noch kurz anschauen? Ja, klar. Können wir da kurz mal reinschauen vielleicht? Jo. So, hier ein Bus. Das hat dann echt nur den Sinn, dass man dann auch tagsüber drin stehen kann, oder? Ja, genau, da kann man dann stehen. Ja, und ich glaube, man kann hier aber auch noch das Bett, hier ein Bett machen. Kann man auch hier drinnen schlafen. Ja, das macht schon mehr Sinn. Das ist cool. Das hält einen aus. Ja. Oh ja, das ist richtig massiv. Okay, spannend. Hier ist man auch wieder Richtung 60.000 Euro unterwegs. So, jetzt schauen wir mal rüber. Weit sind wir noch nicht so gekommen. Jetzt schauen wir mal rüber.
was wir noch so finden können. Und vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen vor die Linse für ein spannendes Interview. So, hier haben wir hier die Firma Hobby vertreten. Kenne ich vor allem aus dem Stau, wenn man im Urlaub fährt Richtung Süden, ein Hobby-Wohnwagen nach dem anderen. Mich würde interessieren, wie der von innen ausschaut. Vielleicht so eine Luxusausstattung oder so. Fahrrad. Fahrrad? Ja. Die haben sich ja auch nicht lumpen lassen, so richtig coole Räder mit auszustellen. Nicht. Hallo, Entschuldige, darf ich Sie was fragen? Gerne. Sind Sie hier das erste Mal auf der CMT? Nee, zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Ja. Und Sie sind schon Camperin? Ja. Mit Caravan oder Wohnmobil? Mit Wohnmobil, ja. Oh, da gehen wir mal rein. Okay. Boah. Das ist ja riesig. Das ist ja das Bad hier. Das ist ja toll. Mit Bad. Das hier. Zeige mal das Bad, bitte. Hier ist das Bad. Der kleine Klo. Lass mal Probe sitzen, bitte, für uns. So, ich bin jetzt hier am stillen Örtchen. Ja, was so Wohnwagen ist ja so speziell, dass es hier immer ganz viele kleine Aufbewahrungshacks gibt und immer ganz toll alles hier mit Bedacht alles gemacht ist. Küche, Herdplatten, sogar ein Backofen, also das ist auch Backofen und hier Stockbetten für die Kinder. Genau, wir haben hier ein Doppelbett, gell? Ja. Schaut schon mal sehr bequem aus und dann haben wir da auch noch einmal für zwei extra Personen. Ja, also das ist cool. Hier ist der Schrank wahrscheinlich. Ja. Also mich würde jetzt noch der Preis interessieren. Kann man da kurz was schätzt du? Das ist jetzt der Anhänger, oder? Machen wir mal einen Schätzwert, ja. Boah, keine Ahnung. Anhänger. 50.000. Nee, ich sag mehr. Wir sind hier bei schlanken 37.000 Euro. Ja, schreibt es gerne mal unten rein. Ist das viel, ist das wenig für einen Wohnwagen? Kommt mir jetzt gar nicht so viel vor. Und haben Sie auch immer ein Fahrrad dabei? Ein Fahrrad haben wir auch. Nee, haben wir nicht. Wir haben E-Roller angeschafft. E-Roller, ja genau. Wir haben nicht den Platz halt im Wohnmobil für ein Fahrrad, aber mit E-Roller kommen wir auch ganz gut. Schnell ins Klo und so fahren. Ja. Okay, ja, danke schön, das war's schon. Viel Spaß noch. Ein Platz für zwei E-Roller. Hier passt, würden wahrscheinlich auch 7 Fahrräder reinpassen. Spannend. Okay, wir sind hier bei der CMT. Sind Sie das erste Mal hier? Ja, wir sind das erste Mal hier. Und Sie suchen was Spezielles oder lassen sich berieseln? Wir schauen uns um nach einem Wohnmobil. Wohnmobil? Ja. Da darf schon eine spezielle Marke sein oder so? Sind wir noch nicht fest. Deswegen schauen wir uns hier jetzt einmal um, dass wir uns einmal die Grundrisse und so weiter anschauen. Sind Sie sonst Hotelurlauber? Nein, wir haben schon mal Camping gemacht mit Leihfahrzeugen und deswegen wollen wir uns jetzt eventuell ans Zulegen. Okay, verstehe ich. Viel Spaß wünsche ich. Ja. Danke. Das WC ist immer sehr wichtig. Wir Bikepacker und Freiluftzeltler kennen das ja nicht so. Wir schießen einfach in den Wald. Aber hier, wenn man einen Caravan hat, sollte das Zubehör natürlich auch passend sein. Hallo, darf ich Sie was fragen für unseren YouTube-Kanal? Ja, und zwar? Was ist denn hier die größte Neuheit bei Ihnen am Stand? Unsere größte Neuheit werden unsere Batterien. Wollen wir uns das kurz anschauen? Aber ich glaube, das ist der bessere dafür. Ja. Die größte Neuigkeit ist bei Ihnen die Batterie? Die Batterien, die wir jetzt haben, Lithium-Batterien für den Wohnmobilbereich, die gibt es in verschiedenen Größen. Hier haben wir zum Beispiel die Standardgröße. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich Sie was fragen? Ja. Sie sind jetzt hier auf der CMT-Messe. Ja. Sie sind auf der Suche nach einem großen Gefährt. Ja. Was darf es denn sein? Ein 6 Meter Wohnmobilkasten. Aha, spannend. Ja, wir sind Fahrradfahrer, wir haben noch nicht so viel zu tun mit Wohnmobilen. Aber ich habe jetzt auch eine Frage für Sie. Kennen Sie die Koro-Drogerie? Wen? Koro. Nein. Ja, mit Koro, die schauen so hier aus, kann man Müsliriegel, Früchte und Trockenfrüchte und andere Snacks in Großpackungen nach Hause bestellen. Ja. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen den mit. Ich esse sowas nicht. Isst du sowas? Kakaoriegel, genau. Okay, und mit dem Code Wienerverkehr gibt es sogar einen Rabatt, wenn man online bestellt. Das ist doch super, oder? Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Danke. Ciao, Ihnen auch. Tschüss. Viel Erfolg beim Kauf. Beim Suchen, ja. Ja.
Ja, über die Website Koro mit dem Code Wiener Verkehr bekommt ihr Rabatt für eure erste Bestellung. Wie gesagt, kann man hier Müsli, Frühstückssachen und Schokoriegel, andere Snacks in Großpackungen nach Hause bestellen, was richtig cool ist. Wir haben schon ein paar Dinge zu Hause. Wir mögen das, also probiert es gerne mal aus. In Metalle oder Alu, Kunst oder Stahl. Wahrscheinlich direkt zwei, drei kleine Kuscher. Dann hast du eine Festigkeit von über 290. Du musst fragen. Ja, Wahnsinn, hier nirgendwo besser Ruhe. Sind Sie, Sie sind jetzt hier auf der CMT, sind Sie hier zum ersten Mal da? Zum zweiten Mal sind wir da. Okay, Sie sind auf der Suche nach einem großen Gefährt? Ein 6 Meter Wohnmobilkasten. Ah. Ah. Das ist crazy. Eva ist jetzt vor mir, hat auch ein Liegerad. Wiener Liegeradverkehr. Ich hoffe, ihr seht was. Ich hoffe, wir kommen jetzt um die Kurven drumherum. Machen wir maximale Motorunterstützung. 12 Gänge haben wir, glaube ich. Das ist ja erstaunlich. Macht irgendwie voll Spaß, oder? So, sehr cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, richtig Go-Kart ähnlich. Ist jetzt aber auch Top-Ausstattung mit Pinion und... Das sind beides so wie eine Top-Ausstattung. Das ist der Neo Drives Motor hinten. Vorne ist die Pinion-Getriebeschaltung mit 12 Gängen. Wo liegt man da so preislich? Also das ist so das High-End-Modell, 11.000 bis 12.000 Euro. Wie fandest du es? Mega, echt Spaß gemacht. Will man dich jetzt häufiger auf dem Liegefahrrad sehen? Nee, noch nicht, aber vielleicht in Zukunft. Du bist ganz grün. Ja, warum? So, und zwar schauen wir uns jetzt einen Fahrradwohnanhänger an. Wir schauen solche Reportagen immer gerne auf YouTube. Und jetzt will ich mich endlich mal selber da ein Bild davon machen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Standtyp ist, aber ich gehe jetzt einfach mal selbstbewusst da rein. Holzwohnanhänger. Darf man da einige? Hallo. Mich kann man mieten. Okay, ist ziemlich cozy hier drinnen. Ich glaube, zweite Person wird eng, Sebi. Wird eng. Aber es ist ganz süß gemacht. Rauchen verboten. Sehr cool. Jetzt hinter mir seht ihr auch den Stand von Cube. Da machen wir seit Jahren das Marketing eigentlich für die Gravelbike-Sparte. Mal schauen, ob da auch mal irgendwas zustande kommt. Und ja, also doch auch einige Fahrradhersteller. Und übrigens, es ist zwar die Fahrrad- und Wanderreisenmesse, aber wirklich erstaunlich viel Gravelbike, was hier abgerufen wird, auch vom Tourismus, die Hersteller. Jeder will Gravelbikes. So, wir sind jetzt hier am Stand von Pinion. Ganz was Spannendes, Getriebeschaltungen. Und wir sind auch, wie ich bereits Probe gefahren gestern, und zwar sind wir beide ein E-Fully von Simplon Bikes gefahren und haben zum ersten Mal die Pinion mit dem integrierten E-Antrieb auch getestet. Und vielleicht können wir da irgendwo mal was zeigen. Genau, wir haben jetzt hier die Gearbox mit integrierter Motoreinheit. Hier sitzt jetzt der Akku und das Ganze über einen Riemenantrieb. Und das ist halt schon krass, also wirklich um einiges anderes nochmal als die Shimano-Schaltung, die ich euch gerade gezeigt habe. Und übrigens das Ganze auch deutlich langlebiger und verschleißärmer. Und vor allem müsst ihr euch halt weniger um die Wartung kümmern. Deswegen auch gerade spannend Pinion, vor allem bekannt von Reiserädern. Also wenn man wirklich zehntausende Kilometer einmal rund um den Globus fahren möchte, dann ist das eine spannende Sache. Hallo, wir sind hier vom Wiener Verkehr. Wir haben ein paar Fragen. Ihr seid zum ADFC. Was macht ihr denn eigentlich so in einem Satz? Wir setzen uns für die Belange von Radfahrenden in Baden-Württemberg und deutschlandweit ein. Und das ist unter anderem Verkehrspolitik. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, dass die Radinfrastruktur besser wird. Wir beraten aber auch zu allen Themen rund ums Fahrrad, also Recht, Tourismus, Technik. Okay. Okay, ja oder nein? Helmpflicht. Wenn du zur gleichzeitig. Kann man euch irgendwie unterstützen, wenn man für mehr Radwege ist? Was können wir tun? Auf jeden Fall mal Mitglied werden, denn jedes Mitglied
Mobilität unterstützt uns dabei, unsere Arbeit besser machen zu können. Außerdem auch gerne beim lokalen ADFC engagieren. Das heißt, in jedem, bei uns in Baden-Württemberg, aber auch deutschlandweit, gibt es Ortsgruppen, also kommunale Ortsgruppen, die sich vor Ort für die Fahrradinfrastruktur einsetzen. Alles klar, vielen Dank. So, mittlerweile für uns jetzt Montag schon Tag 4. Wir haben ja schon einiges gesehen. Wir sind jetzt gar nicht mehr so viel zum Filmen gekommen, wie wir eigentlich wollten. Hier gibt es übrigens viele spannende Anbieter, auch aus Deutschland. Einige, die jetzt doch mehr Gravel machen, als wir gedacht hatten. Also waren wir echt positiv überrascht. Fallen dir ein paar Beispiele ein, wo wir jetzt Gravel oder Bikepacking-Angebote uns angeschaut haben? Ja, Kraichgau, Stromberg, Alpcrossing, Schwäbische Alb, glaube ich, waren wir auch. Ja, genau. Und noch viel ganz mehr. Ganz viele. Transbayerwald haben wir gesehen, gibt es jetzt dann auch bald eine Gravel-Route. Also ziemlich viele spannende Sachen. Und wir haben uns da auch selber ein bisschen inspirieren lassen, weil wir auch immer für euch auf der Suche nach den spannendsten Bike-Regionen, Gravel-Touren sind. Und wir sind jetzt auch schon ganz schön durch, muss man sagen. Wir hoffen, das Video war spannend. Wir haben jetzt weniger, glaube ich, vom Tourismus zeigen können als eigentlich geplant. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, welcher Part euch am besten gefallen hat. Da bin ich sehr gespannt darauf. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt einmal. Gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr.